heute fährt mich nicht Sitz zum Flughafen, sondern Tone, Dankeschön, Digga. Servus Leute, erster Champions League Spieltag. PSG vs. Juventus Turin. Wir sind bereits in Paris gelandet. Ich bin heute da, um den Goal zu supporten und mein Flieger ging extrem früh, Freunde. Deswegen machen wir uns erstmal fresh im Hotel. Ich bin nur 800 Meter Luftlinie entfernt vom Parc de Princes. Oh, sieht ganz cool hier schon aus. Bonjour, Check-in pour Monsieur Rinas. Hier ist sogar so ein Champions League Banner aufgestellt beim Aufzug. Wir sind dabei. Ich hatte heute echt extrem wenig Schlaf, aber erstmal ein Zitronenwasser gönnen und noch so ein Cookie, Digga. Ja. Aha, voll lecker. Auf euch, Freunde der Sonne. Hoodie von Monte am Start, Tabaks-Shirt und noch Ola Kala Hose. Danke an alle Jungs. Wird doch mal Zeit, dass wir was Eigenes rausbringen, oder? Es ist wieder Zeit erstmal für eine kleine Roomtour. Vamos, Chiquitos. Chilliges Zimmer auf jeden Fall. Links haben wir direkt das Badezimmer, Freunde. Da muss ich jetzt erstmal auf jeden Fall mich waschen, Digga. Ich sehe aus wie Hans Strubbel Peter, oder wie sagt man? Und ja, da haben wir dann noch Tee, kann man noch kochen. Und Minibar ist prall gefüllt, Kapi. Geil. Hauptsache, wir haben hier, Digga, haben wir nicht mal ein Wasser irgendwo? Dann noch hier ein Fernseher, Spiegel. Ja, moin, Digga, was geht ab? Und noch Aussicht. Haben wir einen Balkon? Man kann nur das Fenster so weit aufmachen, mehr geht's nicht. Ich dachte, wir können schon rauslaufen. Selbstverständlich habe ich natürlich auch das Messi-Trikot dabei. Wir sind startklar. Messi. Come on, Bruder, du musst heute wieder abliefern. Erstmal einen Uber schnappen. Bonjour. Alles Sacré-Cœur, s'il vous plaît. Oui. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich euch ja schon den Eiffelturm, Louvre und so weiter gezeigt. Und heute seht ihr noch ein paar andere schöne Ecken in Paris. Ich bin angekommen vor der berühmten Sacré-Cœur. Und das Besondere bei der Kirche ist, dass im Glockenturm die schwerste schwingende Glocke der Welt hängt. Ganze 19 Tonnen wiegt sie. Zum Vergleich, das sind mehr als 3 erwachsene Elefanten. Wir laufen gleich die Treppen nach oben, aber das ist einfach nur wunderschön, wirklich. Und das Geile ist, von hier oben haben wir auch noch eine extrem geile View. Und hier, so ähnlich wie in Köln bei der Rheinbrücke, kann man sich so verewigen mit so einem Schloss, mit seinem Partner oder Partnerin. Wir haben auch extrem Glück mit dem Wetter. Es sind 26 Grad. Und das müssen wir jetzt erstmal hier genießen. Boah. Es ist sehr ungewohnt immer noch. Das ist die erste Champions League-Saison seit 2003, wo Cristiano Ronaldo nur vorm Fernseher dabei sein wird. PSG befindet sich in bestechender Form. Messi hat in den ersten 7 Spielen bereits 11 Scorerpunkte auf dem Konto und Neymar sogar 15. Das ist sein bester Saisonstart seiner Karriere bisher. Jetzt geht's weiter in die Seitengasse, in die Rue du Chevalier de la Barre. Oh mein Gott, ich rieche schon Krebs. Oh, es gibt hier welche. Ja, Digga, bestes Frühstück aller Zeiten. Ich bin so glücklich. Une Crêpe avec Nutella, s'il vous plaît. PSG-Merchandise wird hier natürlich auch zu Häufen verkauft. Mir läuft alles im Mund zusammen. Ne? Dort drüben um die Ecke befindet sich nämlich das berühmte Malerviertel, wo unter anderem Künstler wie Leonardo da Vinci ihre Karriere begonnen haben, Freunde. Ja? Sehr historisch auch. Bitte, es ist lecker. Bester Crêpe aller Zeiten. Diese ganzen Restaurants und Cafés hier sehen so gemütlich aus. Besonders das hier gefällt mir mit den Rosen an der Hauswand. Oben noch die französische Flagge. Und überall bis heute sitzen hier die Straßenkünstler und man kann sich hier von denen zeichnen lassen. Oh, ich rieche die nächsten Krebs. Sie sind einfach nur überall. Sie ziehen mich an. Ich kann nicht anders. Wir gucken mal da drüben, Freunde. Da ist auch eine geile Aussicht. Der Mann malt hier locker seit 40 Jahren, aber immer noch mit der gleichen Leidenschaft im Gesicht. Aber die machen das hier wirklich sehr, sehr gut. Ne? Das ist heftig. Es schaut hier wirklich aus wie in einem Märchenbuch. Guckt euch das an. Kleiner Funfact, Juve hat bisher noch nie gegen PSG verloren. Mal sehen, ob sich das heute ändert. Und jetzt laufen wir zu einem Spot, der wird alle meine Oldschool-Abonnenten extrem freuen. Wir gucken uns nämlich eine Call of Duty-Map in Real Life an. Und zwar Renaissance von MW3. Ich bin so geflasht, ich habe gerade eben schon leicht Gänsehaut bekommen. Ich stehe genau quasi auf einer Herrschaftsflagge. Erkennt ihr es wieder, Freunde? Das ist ja fast 1:1. Da hat man immer durch die Metallgitter die Gegner beim mittleren Haus abgefangen. Für die, die auch mal nach Paris kommen wollen, das heißt Place Dalida. Und das sind die Treppen. Boah, ich muss es von der anderen Seite anschauen. Da ist man immer hochgelaufen und hat dann genau in den Spawn da reingeaimt. Genau von hier sieht man es am allerbesten. Das weckt gerade so viele Kindheits- und Jugenderinnerungen bei mir. Was eine wunderschöne Architektur hier. Also dieses Viertel kann ich nur empfehlen zu besuchen. Hinter mir sehen Sie nun den Palais de Garnier. Das ist eins der 2 großen Opernhäuser in Paris. Und wenn mich nicht alles täuscht, fand hier die Ballon d'Or Gala statt, wo Messi das letzte Mal gewonnen hat. Ich blende euch mal ein Bild von innen ein. Visca Barça. Ja, normal, alles klar.
Urlaub in Paris. Ah, geht auch ins Spiel? Ja. Trifft Messi heute? Ja, hoffentlich, hoffentlich. Geil, am besten gleich dreimal. Dreimal, hätte ich ja geil. Was tippst du? 3-1 für Paris. Ich sag 4-1. Jetzt habe ich aber so langsam wieder Kohldampf, aber hier sieht es doch sehr schmackhaft aus. Oder gehe ich doch zu Five Guys? Ach nee, Freunde, komm, wenn ich schon mal hier bin, tryen wir die französische Küche. Wie krass sieht es bitte hier drinnen aus, mit diesen ganzen Verzierungen an den Decken. Ist zwar nicht unbedingt typisch für hier, aber ich habe Fisch und Chips bestellt. Auf geht's, Geschmacksprobe. Ja, solide 7,5 würde ich sagen. Pommes, auch lecker. Die sind 8. Darf natürlich nicht fehlen, dass wir auch im Eiffelturm vorbeifahren. Jetzt laufen wir zum Stadion und in Paris ist wirklich immer die Hölle los vor den Spielen, weil das Stadion sich auch mitten in der Stadt befindet. Was glaubt ihr, Freunde, wer wird dieses Jahr die Champions League gewinnen? Für mich ist der absolute Top-Favorit Man City. Ich glaube, Haaland ist das letzte Puzzlestück, was denen gefehlt hat. Direkt danach kommt dann PSG. Die werden diese Saison definitiv stärker sein und nicht mehr die gleichen Fehler machen. Danach kommt dann für mich persönlich Bayern München und als kleiner Außenseiter FC Barcelona. Prediktion. Prediction. Non capisco. Ah, quanto finirà? Sì, sì. 2-2. 1-1. 1-1. Okay, so draw. Die Juve-Fans sind realistisch, sie sagen unentschieden. Channel YouTube, just Visca Barça. I'm just here before Messi. I show you? Der will mein Kanal, Leute. 2-1. Vlahovic. Vlahovic, okay, yeah, we will see. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Messi. 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 Das fühle ich aber auch, Ibrahimovic. Neymar auch. Und sonst hatte jeder zweite ein Messi-Trikot an. Ich habe heute ein Ticket bekommen, noch in der allerersten Reihe auf der Haupttribüne. Und wir laufen jetzt hier durch so einen kleinen Park über eine andere Seite zum Stadion. Und da ist er, der Prinzenpark. Der wird heute beben. Juve bisher sehr unkonstant in der Serie A. Und PSG hat alles gewonnen in der Ligue A, außer das Spiel gegen Monaco. Und das war auch eigentlich der erste richtige Gegner. Genau hier ist der Haupteingang. Und hier war letztes Jahr auch noch ein riesen Banner von Leo drauf. Haben sie aber jetzt weggemacht. Ich glaube, der ist auch nur wegen Leo da. Wir müssen genau hier rein. Oh, let's go, Leute! Ich bin natürlich sehr früh dran, weil ich will das komplette Aufwärmen auf gar keinen Fall verpassen. Vor allem, wenn wir Plätze so weit vorne haben. Erster Blick wieder ins Stadion. Let's go! Where do I have to go? Oh, it's English. Yeah, yeah. Okay, sie bringt mich zu den Plätzen. Oh mein Gott, let's go, Leute! Laut Ticket bin ich Reihe 1, aber hier ist irgendwie weird. Es gibt tatsächlich noch eine Reihe 0 und 0-0. Okay, das wusste ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall fast ganz vorne. Ja moin, das ist einfach offen, ich könnte jetzt einfach rauslaufen. Ah, jetzt checke ich's. Da ist dann genau die Auswechselbank vom PSG. Also so eine geile Sicht hatte ich noch nie hier in Paris. Bei jedem Platz ist auch eine Flagge aufgestellt, also es wird auch eine kleine Choreo geben. Ich habe Karim getroffen, PSG-Fan, was sagst du? 3-0 Paris. Und Messi trifft? Ja, Messi trifft sowieso, der Goat. Ja, was ist dein Lieblingsspieler? Neymar. Neymar, aber du hast hinten den drauf? Ja, ja, okay, weißt Bescheid, ne? Ciao, gell? Schönes Spiel. Oh, Digga, was war das für ein wacker Handschlag? Jo, ciao, gell? Bereits jetzt schon machen die Ultras von PSG eine krasse Stimmung. Die sind komplett underrated, Freunde. Ich sag's euch, PSG hat sehr, sehr heftige Fans. Und Juve kommt rein und wird natürlich willkommen geheißen mit einem fetten Five-Konzert. Da hinten ist der Auswärtsblock von Juventus. Sowas gibt es einfach nicht in Barcelona oder in Madrid. Das muss man den Parisern lassen. Die sind auch vor dem Spiel so extrem gehypt. Wen haben wir denn da? Da ist der absolute Superstar der Turiner, Vlahovic. Und Kostic, der Ex-Frankfurter. Moin, moin, Digga! Alle Topstars sind in der Startelf, auch Sergio Ramos. Oh, we will rock ya. Das letzte Mal haben wir ihn gesehen beim Finalissima Argentinien gegen Italien. Da war er sehr gut in Form und heute wird er hoffentlich da weitermachen. Aufstellung von PSG. Oh, Gänsehaut. Und jetzt Leo. Messi! Bitte, bitte trifft er. Ich habe schon so lange kein Tor mehr von ihm im Stadion gesehen. Come on! Oh lol, Leute! Krass! Digga, die sitzen ja doch hier unten. Die von Juve auf jeden Fall. Ich dachte, die sitzen da seitlich, wo ich vorhin meinte. Es dauert nicht mehr lange und dann hören wir die schönste Hymne der Welt für das erste Mal dieses Song. Es geht los! Oi, oi, oi! Vamos! Und Neymar als letzter. Oh mein Gott, was ist das? Holy shit!
Stadt, Pyroshow von den Ultras. Natürlich nach den ganzen Pyros ist erstmal hier eine fette Rauchwolke. Ich sage doch, die Fans hier sind geisteskrank. Neymar und Messi umarmen sich natürlich nochmal vom Spiel. Juve wird die Partie einleiten, deswegen gibt es hier auch ein Pfeifkonzert. Champions League Saison 2022-23 ist somit eröffnet. Und Messi das erste Mal am Ball. Ja, schöne Drehung. Immer noch Messi. Seitenwechsel auf Neymar. Auf den Zuma Neymar. Bruno Mendes. Das ist eine 10 von 10 Stimmung. Uiuiui, gefährlich. Oh, sehr gefährlich. Oh mein Gott. Oh. Da haben wir Allegri, den Trainer von Juve. Und da ist Galtier. Leute. Da ist einfach Neymar, Verratti, das ist so flashig. Kylian Mbappé, genau vor uns, Leute, vielleicht 20 Meter Luftlinie auf Ney. Mit dem Lupfer auf Mbappé! Ah! Oh mein Gott, wie krass war das denn bitte? Heilige Jungfrau Maria, wie gut war das bitte gespielt? Unfassbar! Ich glaube, dritte oder vierte Minute. Wo? Oh. Der Ball ist vor uns! Oh, nein! Oh, besser! Und reingeworfen. Ach komm, das muss doch nicht sein hier. Stellt euch vor, ich hätte ihn irgendwie gefangen. Neymar bestätigt seine aktuelle Form und Mbappé zeigt, dass er die Gegenwart und auch die Zukunft ist, an der absoluten Weltspitze. Achtung! Boah, jetzt geht das Dribbling. Oh, Foul. Uiuiui. Ah, okay. In letzter Zeit, muss ich sagen, hat er nicht mehr ganz so oft sich unnötig gerollt oder Schwalben gemacht. Bis auf einmal, glaube ich, im Supercup. Hoffentlich hat er aus der Vergangenheit gelernt. Hat er nicht nötig, Leute. Steht auch wieder. Scheint alles gut zu sein. Boah, ist das laut, Freunde. Mbappé erhitzt. Das ist ein Antritt. Das ist so dynamisch. Geil aus, wie sie sich nach links und rechts alle gemeinsam bewegen. Gleich kommt dieses Okay, einfach mal schnell eine Round the World gemacht vom Einwurf. Fühle ich. Dann kommt Quadrado. Oh mein Gott! Erst nicht drin, Hacke! Immer noch nicht! Nochmal Hacke! Oh mein Gott! Was für eine Chance! Für Juve! Ich fass es nicht! Aber auch extrem stark pariert von Donnarumma, das muss der Ausgleich sein. Signature Move. Nice! Oh, Neymar auf mit der Hacke auf Messi! Oh! Zunächst zurück auf Verratti. Immer noch gefährlich. Neymar,
Nochmal Hackenspitze. Kommt durch! Elfmeter! Sah so aus, dass er kurz gehalten wurde. Es geht ganz normal weiter. Der VAR greift nicht ein. Oh, schön. Schön durchgekommen. Ja, Mbappé zieht er natürlich leicht vorbei. Ecke. Jetzt kommt Messi, glaube ich, her. Da läuft sie, um sie gleich auszuführen. Komm, bring sie gut rein, Digga. Zack. Ah. Ach du Kacke. Das sieht nach einer ganz schlimmen Verletzung aus bei Neymar. Ich weiß nicht, ich glaube, sein Fuß ist komplett verdreht. Der Arme, das ist genau seine Schwachstelle. Shit. Er steht wieder, das sah im ersten Moment gar nicht gut aus. Es ist Halbzeit, PSG ist die deutlich bessere Mannschaft. Ich denke, der Sieg wird heute nicht in Gefahr sein. Ich hoffe aber, dass Leo noch in der zweiten Halbzeit trifft, dann ist es der perfekte Tag. Jetzt auf Kostic, Leute. Der hat auch bisher kaum Aktionen gebracht. Uiuiui, Messi gegen Kostic. Immer noch Leo. Auf geht's, Messi. Zieh, Junge. Schön auf Mbappé! Oh, schade, Digga! Das wäre fast der Hattrick gewesen für Kilian. Auch gut gemacht davor von Leo. Beste Aktion bisher auch von Messi. Kostic mit der Flanke. Oh, die kommt gut. Ja! So schnell kann es gehen, Leute. PSG lernt anscheinend doch nicht aus den Fehlern von letzter Saison. Komplett fahrlässig verteidigt. Kostic konnte munter sehen alleine. Easy flanken und dann geht die Kugel auch rein. Ich weiß nicht warum, aber bei denen lässt teilweise die Konzentration so schnell nach. PSG gegen Real Madrid, bestes Beispiel. Die waren eine viel bessere Mannschaft und dann auf einmal komplett Finalaussetzer. Nächste Flanke. Blaovic. Passt das 2-2. Donnarumma hält. Kostic. Block. Was ist hier los? Ramos regt sich auch gerade extrem auf, aber auch verständlich. Messi auf Neymar. Ganz, ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Jetzt kommt schon, Tempo, Tempo. Oh, Leo wird immer stronger. Oh, der rutscht durch auf Kostic. 2-2. Was passiert da? Alter, Donnarumma, ne? Der safe ja alles heute. Neymar. Messi wird ausgewechselt. Ach, Digga, ey, ich hab keinen Bock mehr. Er kriegt Applaus vom Publikum. Hat auch nicht schlecht gespielt. Aber es tut trotzdem weh, ihn vom Feld laufen zu sehen. Vielleicht ist es sogar schlauer, kräfteschonend für die Nationalmannschaft. Und dann für die weitere Champions League-Saison. Aber sieht auf jeden Fall nicht begeistert aus. Oh mein Gott, als ob Neymar den nicht macht. Das war's, Leute. Abpfiff in Paris. Am Ende geht das 2-1 natürlich in Ordnung, aber irgendwie hat sich für mich PSG immer noch nicht verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Man hat das Gefühl, dass sie jederzeit das Spiel komplett aus der Hand geben können und in der Champions League darf man sich das einfach nicht erlauben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um die nächsten Stadion-Vlogs nicht zu verpassen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, Freunde, dann bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich ein Video online stelle. Ansonsten haut rein, gute Nacht, lasst einen Daumen nach oben da und bon nuit!